Das ist Bonnie, 970 Gramm schwer bzw. leicht und eine Kreuzung aus Gär- und Sackerfalke. Den Namen hat sie ihrem zweiten Freiflug zu verdanken. Dieser führte sie über 500 Kilometer bis nach Bonn. Doch diese Zeiten sind vorbei. Mittlerweile macht sie kürzere Ausflüge. Der Ursprung liegt ja über 4000 Jahre zurück, wo man angefangen hat, mit Greifvögeln zu arbeiten, damals aus Nahrungserwerb. Und wenn man heute so einen Vogel großzieht, es ist einfach vom ersten Tag an muss der Vogel anfangen, Vertrauen aufzubauen. Und dann wird natürlich dem Vogel das gelernt, dass er am Mann und später zum Mann, wenn er kommt, Belohnung bekommt. Die Leibspeise? Taubenbrust. Diese wird jedoch nicht gefressen, sondern gekröpft. So, die hat jetzt einen vollen Grab. Von der Seite kann man schön erkennen, die Kugel, die der da dran hat. Ja, der Greifvogel schluckt ja nicht den Magen rein, sondern den Kropf frei. Hier wird jetzt vorverdaut und bis das dann durchgedrückt ist, morgen Vormittag werden dann die unverdaulichen Reste in Form eines Gewölles am Schnabel wieder ausgespuckt. Und bis dahin steht der Vogel in der Verdauungsphase, in der Ruhephase, also ein Prozess, wo er eigentlich jetzt dann nicht mehr gestört werden möchte. 9 Vögel gehören Helmut Kottlik. Mit ihnen macht er jeden Tag außer freitags zweimal täglich um 11 und 15 Uhr eine Greifvogelflugshow im Bayernpark bei Reisbach. Bei mir war es eine Hobbygeschichte. Ich habe das vor 39 Jahren gestartet und war einfach durch Zufall an einem Vogel rankommen. Der ist mir dann damals gestorben, weil man kein Fachwissen hatte, war einfach falsche Fütterung. Also vom Taschengeld erst das Buch gekauft, nächstes Jahr darauf wieder ausprobiert und dann war das schon ein voller Erfolg. Die Tiere erwirbt der Falkner von Züchtern. Schon im Ei hören die Schützlinge seine Stimme. Gefüttert, gepflegt und geschützt von Menschenhand können sie ganz schön alt werden. Der Falke im freien Wildbahn im Schnitt so bei 17, 18 Jahre. Im Menschenhand haben wir Falken bereits 27 Jahren. Adlergeierartige 30 bis 50, 60 Jahre und auch Uhu sind sehr hoch, 40, 50 Jahre ist eigentlich kein so größeres Problem. So Junge, dann gehen wir ein bisschen was machen. Timmy zum Beispiel, ein männlicher Sackerfalke, wurde 2007 geboren. Sehr beeindruckend. Helmut Kottlik ist jeden Tag mit seinen Vögeln unterwegs. Füttern, üben oder im Park spazieren. Hat, wenn sie heute mit so einem Vogel vom Ei weg bis zum Sterben, wenn der dann weg ist, das ist nicht einfach. Aber nicht nur durch den Tod kommen Helmut Kottlik manche Tiere abhanden. Der von ihm gewünschte Himalaya-Geier zum Beispiel konnte auf dem Bayernpark-Areal nicht fliegen. Zu wenig Thermik, also eine Art Aufwind. Er kam zu einer Falknerei zurück und wurde gegen einen Weißkopfseeadler ausgetauscht. Der ist für die Leute mindestens genauso ein Highlight, als wenn der Geier kommt und der Adler kann fliegen und der Geier war Fußgänger hier. Ja, also da muss man natürlich auch ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Es geht nicht nur um das, dass man hier irgendwo die große Show abzieht und überhaupt nicht aufs Tier achtet. Das muss mindestens genauso wohlfühlen.